Gerd Sennhäuser, die Rückkehr von Cristi Domenico ist natürlich heute so ein bisschen das Thema. Für Evi ist schon im Sommer natürlich das Thema gewesen. Der Domenico, der doch über 50 Scorerpunkte gesammelt hat, ist weggegangen. Was war der Plan gewesen, wie er jetzt der Spieler die Punkte ersetzen konnte? Ja, wir wissen, dass wir wahrscheinlich keinen Spieler werden finden, der 1:1 den Domenico ersetzt, was die Spielweise anbelangt, aber auch vielleicht punktemässig. Wir probieren natürlich, dass wir eine solide Mannschaft zusammenstellen können. Und, wir haben die Ausländer verpflichtet, weil wir das Gefühl hatten, die können die auf der Mannschaftsleistung etwas bringen. Und nicht unbedingt jetzt nur einen suchen, für, dass wir genau von 1:1 den Punkt ersetzen vom Dido. Jetzt seid ihr bei den Ausländern. Ich habe es gesagt, 4 nicht gereicht. Einer fällt schon länger aus, der Markus Sörensen. Wie ist da die Situation genau? Wie lange fällt er noch aus? Suchen ihr vielleicht einen Neva-Import? Ja, Stand heute suchen wir keinen neuen. Es kommt jetzt darauf an, normalerweise haben wir in der nächsten Woche einen Zeller zurückkommen. Es dauert wahrscheinlich ein bisschen länger, vielleicht eine Woche länger. Und wenn das so der Fall ist, Stand heute, sind wir nicht auf der Suche. Wir haben natürlich viele ausgesteckt, natürlich klar. Und eventuell, dass wir bereit sind, wenn etwas geht. Aber wir vertrauen der Mannschaft. Und ich glaube, die Mannschaft muss eine Reaktion zeigen und hat bis jetzt das weggesteckt, mehr oder weniger. Ich glaube nicht, dass es an einem Spieler liegt, dass wir einfach die ganzen Resultate, negative Resultate so hatten wegen einem Spieler. Darum habe ich das Gefühl, dass die Mannschaft da zusammenstehen muss. Merci vielmals und viel Spass bei dem Derby. Merci vielmals.